Ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich war vor kurzem in Südafrika und da habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, hier ein paar Eisenbahnvideos zu machen, sowie auch Fotos. Wir sind gerade auf der Station Hercules, das ist eine kleine Regio-Station und die ist vor kurzem gerade neu gemacht worden, beziehungsweise renoviert worden, gerade nach dem Lockdown. Die ist erst seit ein paar Monaten wieder offen, sieht auch richtig gut aus und ich dachte, ich zeige euch mal so eine lokale Station, die ist nämlich ganz in der Nähe von Wondersteam. Wondersteam ist ein Club, beziehungsweise jetzt eine private Firma, die mit den Dampfloks rumfahren, dazu aber gleich mehr. Ich zeige euch mal, was hier modernes rumfährt, denn hier fährt gleich der moderne Xtrapolis, mega eingebaut von Alstom, und der soll unter anderem die alten Züge der Praser-Reihe ersetzen, die teilweise noch aus den 1950er Jahren sind. Ich möchte mich auch schon mal für die Videoqualität bzw. für das Herumwackeln entschuldigen. Ich habe das alles mit dem Handy, ohne Stativ, ohne alles aufgenommen. Ich versuche es ein bisschen im Post-Edit zu verbessern, also entschuldigt das schon mal, aber ich denke, das Bild ist soweit ganz okay. Und ich war echt überrascht, was da an modernem Rollmaterial rumfährt. Und da sollen bis zu 700 Stück von denen noch in Service gehen und die ganzen alten Züge ersetzen. Die Metropolis gibt es auch in unterschiedlichen Varianten und sind momentan in Frankreich, Australien und Irland anzutreffen. Jetzt sind wir auf dem Gelände von Wondersteam und ich bin am vordersten Ende und gebe euch hier jetzt mal so einen 360 Grad Panoramaschutz. Da sitzt jetzt die ganzen Personenwagen. Die ersten sind mehr so für Ersatzteillager und Lagerräume und die stehen in zwei Reihen. Die hintere sieht man jetzt hier gerade nicht. Ein einzelner Tender, den sie gerade am Aufarbeiten sind. Hier der Schuppen mit den ganzen Dampfloks, die noch fahren, also 300 Zahl, die vierte am Aufarbeiten. Dann einer Clubcars, die hier drin stehen. Muss immer wieder so kleine Festivitäten haben. Und dann werden wir gleich noch ein bisschen weiter nach vorne gehen hier. Und dann sind sie hier auf dem äußersten linken Gleis, stehen diverse Dampfloks und Kesselwagen, die sie dann am Aufarbeiten sind, beziehungsweise die Kesselwagen, die sind jetzt am Aufarbeiten. Und vor uns die Ausfahrt, so wie eine einzelne Dampflok da ganz hinten, und die werden wir uns auch gleich mal genauer anschauen. Und macht euch keine Gedanken, dass die Wagen hier ein bisschen fertig ausschauen, wie gesagt, das ist nur Ersatzteilspender. So, das ist die Dampflok ganz hinten, die ist auch nur noch Ersatzteilspender, die soll nicht mehr aufgearbeitet werden. Ich glaube, das sieht man auch, da ist schon einiges entnommen worden, auch da ist nicht mehr viel da. Und ich denke, der eine Tender, den wir vorher gesehen haben, der gehört zu der Lok da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Links von dieser Lok ist jetzt ein Güterterminal oder ehemaliges Güterterminal. Das war mal elektrifiziert, also ihr seht, die ganzen Oberleitungen sind nicht mehr da, weil sie gestohlen worden sind. Das ist leider so ein großes Problem da unten. Und hier die Ausfahrt auf die Hauptstrecke, wenn sie jetzt da mit den Dampfloks rausfahren würden. Ich habe da leider keine Diesellok gesehen, die da irgendwie ihre Schienenfahrt machen würde, aber wäre natürlich schön gewesen. Ich habe es nur in der Distanz gehört. Das ist jetzt nochmal das Gleis ganz links und da sitzt hier diverse Tender und Ersatzteilspender. Auch die Lok da hinten soll nicht mehr aufgearbeitet werden. Und nicht alles, was da steht, gehört ihnen. Teilweise sind es von anderen Privaten, die sie aufarbeiten sollen. Das sind jetzt die Wasserwagen, die sie mitnehmen auf längeren Touren, damit sie entsprechend die Lok befüllen können. Denn das mit dem Wasser ist nicht überall gerade so einfach in Südafrika. Also nehmen sie die ganzen Wagen da teilweise mit. Also je nachdem, wie weit die Strecke ist. Und jetzt mal der Pan nach hinten. Und das sind einige Loks, die da stehen. Und ein paar sind erst frisch gerade gerettet worden. Diese kleinen Wägelchen sind auch überall rumgestanden. Die fand ich noch echt niedlich. Und da könnte man sicher schön Blödsinn damit machen. Und ja, jetzt habe ich noch ein paar Fotos für euch von den Dampfloks, die da stehen. Die schauen zwar vom Zustand her schlimm aus, ist aber gar nicht so. Also wirklich, das Ziel ist wirklich, die meisten, was hier dastehen, wirklich wieder aufzuarbeiten. Und da toi toi toi, denn das sind gar nicht mal so viele Leute, die da arbeiten. Aber die Arbeit geht dann erstmal nicht aus. Es ist schön zu wissen, dass es da noch Leute gibt, die sich um da die alten Dampflokomotiven kümmern und auch wieder betriebsfähig machen wollen. Denn das ist da unten halt richtig schwierig. Es gibt nicht so viele Leute und auch nicht das Geld, das zu machen. Und sehr viel Historisches ist leider verloren gegangen, weil einfach, ja,
die ganzen Metallsachen, Kupfer etc. gestohlen wird und halt verkauft wird. Das ist auch hier teilweise passiert. Später bei der Garrett werden wir das vielleicht noch sehen, so die ganzen Kupfersachen entfernt wurden. Aber ja, ich drücke den Daumen, dass sie hier das meiste wieder fahrtüchtig kriegen und dass sie das auch finanziert kriegen. Die sind nämlich gerade auf der Suche nach einem Investor, der sie da für die nächsten Jahre unterstützen wird. Die Konzession geht erstmal für 50 Jahre, hat er mir zumindest erzählt, der CEO hier. Ja, aber kann er jetzt nicht sagen, welche Lok hier genau wieder aufgearbeitet wird. Ich glaube, die jetzt hier eher weniger, sieht zumindest nicht danach aus. Die nächste vielleicht schon. Und trotzdem, ja, das war so schön. Und die sind so riesig. Das kommt im Video gar nicht so rüber. Aber, wow, das sind einfach riesige Dampfloks. Und das für die kleine Spurweite, was sie da haben. Hier links haben wir jetzt dann gleich so ein Wartungsbit. Da zeige ich euch gleich nochmal ein Foto. Ich bin mir nicht sicher, für was sie das genutzt haben. Oder nutzen werden. Ich habe auch vergessen, danach zu fragen. Aber wenn ihr Ideen habt, für was das gut ist, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Also es hat so ausgesehen, also dass man hier da die Schienen wegnehmen kann und hat so ein kleines Wägelchen da unten. Gute Frage. Also keine Ahnung, für was sie das da gebraucht haben. Wenn jemand eine Idee hat, bitte gerne sagen. Jetzt kommen wir zum absoluten Highlight da unten, und zwar ist es eine Garrett. Und die gehört einem privaten, beziehungsweise privaten Unternehmen, und die soll aufgearbeitet werden. Da gab es auch eine Kesselprüfung bei der, also Kesseldruckprüfung, und die hat es bestanden, und die hat er gerade letztes Jahr gemacht. Und würde man bei dem Zustand gar nicht glauben, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und das Geld soll da sein, und in den nächsten 2 Jahren wird das Ding aufgearbeitet. Oh, das war Wahnsinn, diese Lok hier zu sehen. Das ist das erste Mal, dass ich die in echt so da sehe, und wow, das ist einfach massives Teil und ein Wunderwerk der Technik, und die würde ich so gern mal fahren sehen. In England gibt es ein Exemplar, das fährt, und in Südafrika wäre es wieder die erste, die da fahren wird, und die steht momentan seit 25 Jahren, also vor 25 Jahren das letzte Mal gefahren. Wirklich wunderschöne Lok. Wow, das muss so cool sein, mit der zu fahren. Dahinter sehen wir jetzt noch den Mechanikerwagen, den sie auch wieder mitnehmen, also diverse Ersatzteile drin. Und links jetzt noch die Loks, die betriebsfähig sind. Und jetzt hier nochmal die Garrett von vorne. Das Ding ist einfach ewig lang. Aber wow, ich habe meinen Augen nicht traut. Das ist die drittälteste Lok, die sie jetzt betriebsfähig machen wollen. Und da hast du jetzt auch nochmal die Ansicht von hinten. Und da war er auch gemeint, die soll mit nächsten Jahr wieder fahren. Das gehört dem CEO selber privat. Sogar die Getender. Und er meint, es sind 50% schon getan und der Rest kommt jetzt demnächst noch, aber mit der soll dann auch noch gefahren werden. Das wäre dann die vierte Lok, die dann betriebsfähig ist. Ist im Verhältnis zu den anderen noch relativ klein, ist schnucklig. Aber das ist ja auch das Dach mitunter, muss neu gemacht werden. Aber ansonsten die Grundsubstanz, ich habe es mir genau angeschaut, ist in einem guten Zustand. Jetzt habt ihr noch meine Ansicht da zu dem Werkstattwagen, wo die ganzen Ersatzteile drin sind. Da haben sie einfach diverse Racks reingemacht und Maschinen reintan. Und ja, ist alles so drin, was halt irgendwie unterwegs mal kaputt gehen kann. Und damit sie halt da nicht gestrandet sind, fährt er mit. Inklusive, die haben sogar einen Caboose, und das ist richtig groß. Hier noch meine Ansicht von vorne von der schönen Dampflok. Und das ist jetzt die Güterlokomotive, von der gibt es jetzt noch ein paar Fotos mit der Nummer 2850, und mit der sind sie auch regelmäßig unterwegs, und die, hat er mir gesagt, soll richtig laut sein, wenn die mal Gas gibt, und hat ein richtig schönes Triebwerk. Gebe ich euch hier nochmal ein Pan dazu, wirklich tolle Lok. Habe auch noch Fotos innen vom Führerstand gemacht, also wow, toll, was sie da gemacht haben, und das mit so wenig Manpower da unten. Da haben wir jetzt die Ansicht nochmal von vorne, und ich glaube, das ist da vorne frisch lackiert worden, zumindest bei der anderen war es gerade dabei. Da haben wir das Triebwerk, so ein Rad war ungefähr so groß wie ich, und ich bin ungefähr 1,67. Der Führerstand, alles pizzeblank, als wäre es neu, und einmal nach hinten in Richtung Tender. Boah, das war echt schön. Hier nochmal die drei Betriebsfähigen nebeneinander, und die ganz links sind jetzt gerade beim Lackieren gewesen, beziehungsweise kriegt jetzt generell einen Paintjob, hat einen komplett neuen Kessel gekriegt. Man sieht teilweise, die ganzen Rohre etc. sind abgeklebt, eben jetzt gerade für den Paintjob, und soll auch ab Juli wieder fahren.
wirklich schön. Schade, dass ich den nicht unter Dampf gesehen habe. Das wäre natürlich das absolute Highlight gewesen. Ich würde es gar nicht glauben, so wie sie aussieht, dass die im Juli wieder fährt. Aber ja, das ist halt mitten in der Aufarbeitung jetzt gerade gewesen. Komplett neu der Kessel. Ja, auf dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, da wollen sie jetzt ein neues Gleis machen. Und da, wo der alte Tender steht, das Gleis soll wegkommen. Denn der Bahnsteig, der links davon ist, der soll ein bisschen erweitert werden. Und dafür machen sie jetzt hier drin das Gleis. Ja, hier nochmal ein Foto nach hinten. Beziehungsweise ein Video vom Bahnsteig. Das Ausfahrsignal, das händische. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in einzelnen Wagen mal rein. Und das ist jetzt ein Wagen, den sie halt für Ersatzteile bzw. Werkzeug nutzen als Lagerraum. Der ist jetzt nicht regulär unterwegs. Aber damit sie mal so eine Vorstellung habt, wie das aussieht. Das wäre normalerweise der Durchgang gewesen. Da die zweite Reihe der Wagen und da stehen teilweise wirklich alte Wagen noch rum. Da gehen wir dann gleich später nochmal rein. Hier kann man so ein Pan nach links und nach rechts. Also wow, dass sie das wirklich alles halbwegs instand halten. Und jetzt die Ansicht in den Wagen rein. Da seht ihr, das sind die ganzen Regale und Schränke etc., wo sie den Wagen da umgebaut haben. Von einem alten Personenwagen. Also ich glaube, es war ein Regionalwagen, wo sie jetzt einfach ihr ganzes Zeug hier drin haben. Also lager da. Warum auch nicht? Weil mit allem kannst du jetzt auch nicht fahren. Ist einfach, ja, zweckmäßig, ne? So, wir sind jetzt in der zweiten Reihe und aus der Tür habe ich gerade vorher gefilmt. Und ja, hier sind wir ebenfalls ein Ersatzteilspender, vor allem für die Sitze und Sitzbepolsterung. Da hinten seht ihr gerade die alle aufgeteilt, denn diverse Polster sind halt leider kaputt. Und da holen sie halt hier die guten Polster halt wieder raus und ja, nutzen sie halt zur Reparatur. Und hier hinten ist ein erster Klassewagen und den wollen sie wieder aufarbeiten. Sieht momentan leider nicht so gut aus, aber trotzdem wirklich schön gemacht. Alles aus Holz hier drin. Hier zum Beispiel die Toilette. Da fehlen leider ein paar Sachen. Aber ja, hat einen gewissen Charme. Sind hier diverse Abteile mit unterschiedlichen Konfigurationen. Und da zeige ich euch gerade mal ein paar. Da seht ihr auch das mit der Polsterung. Warum sie halt da die Ersatzteile brauchen. Konnte man auch hier schlafen. Ja, ich glaube so 4-6 Leute hätten ja sicherlich Platz rein zum Sitzen. Und auch da. Also der ist ja gerade mit in der Aufarbeitung. Also die Kabinen schauen halt unterschiedlich gut aus und sind auch unterschiedlich konfiguriert. Fand ich noch spannend hier drin. Auch hier mal wieder kurz mal reinschauen. Da die Einzelkonfiguration. Ich weiß gar nicht, was da hinten im Holzkabinett da drin gewesen ist. Hier auch eins weiter. Aber da haben sie noch einiges zu tun, damit das wieder hier sauber aussieht. Also sie haben schon ein paar Wagen in der Klasse, die 1A ausschauen. Das ist halt einfach zur Aufarbeitung. Hier haben wir jetzt ganz was Spezielles, denn das ist ein Kühlwagen und der funktioniert ganz ohne Strom. Der funktioniert nämlich mit Verdunstungskühlung. Der hat oben die drei Wassertanks und die lassen das Wasser auf der Seite runter. Und da, wo das Gitter ist, ich werde das dann gleich mit der Kamera nochmal zeigen, da ist Kohle drin. Und das Wasser geht so über die Kohle drüber und tropft dann unten wieder raus und kühlt da mit Hilfe der Verdunstungskühlung. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Da drin sind die ganzen Kohle-Dinger. Ich weiß nicht, warum es Kohle ist, aber er hat gemeint, es ist Kohle. Und ja, damit hat man halt damals Milch und Co. halt transportiert und der ist noch vollständig erhalten. Auch innen drin sind noch die Originalregale drin. Momentan wird das gerade als Lagerraum für die ganzen Polster genutzt. Aber ja, hier haben wir so einen Guardwagen, der ist ganz zum Schluss immer gewesen. Der ist recht einfach, hat zwei Sitzmöglichkeiten, hat einen Teekessel drin, der mit Feuer funktioniert und auch hier diese Blickfenster, die sind mit Spiegel drin. Das heißt, er kann ganz normal drin sitzen und kann nach vorne, nach hinten schauen. Also hier seht ihr es nochmal von innen. Da sind sie gerade am Aufarbeiten und den haben sie gerade dieses Jahr retten können. Also coole Sache. Und im Notfall konnte er auch hier hinten den Zug anhalten. Hat er dementsprechend das Bremsventil hier hinten gehabt zum Aufmachen.
Wir sind jetzt hier ungefähr 20 Meter weiter unten im Bahnsteig und die ganze Grünfläche wäre normalerweise für die ganzen Autos zum Dauerparken, beziehungsweise ab und zu machen sie da Feiern, hat er zumindest gemeint. Und hier nochmal so ein Panorama-Shot von den ganzen Personenwagen, die sie da haben. Und das sind nicht alle gleich, also teilweise erste Klasse, zweite Klasse, Sleeperwagen, dann haben sie noch so einen Businesswagen, also so ein bisschen mit mehr Luxus etc. Die schauen optisch fast alle gleich aus, sieht innen noch anders. Und da gehen wir jetzt mal gerade bei einem rein, zumindest der, was gerade offen gewesen ist. Und erinnert mich so ein bisschen an die englischen Slam Doors. Das hier drin ist ein erste Klasse Wagen, das erkennt man an der Farbe. Blau ist erste Klasse und grün, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, ist die zweite Klasse. Man sitzt richtig, richtig angenehm da drin. Also da sind die Polster gerade neu gemacht worden, da sind sie gerade am Reinigen gewesen. Und beachtet mal, dass man oben nichts hat für die Gepäcke, dass man die da irgendwie hinlegen kann. Wir gehen jetzt erstmal wieder nach draußen und das ist die Flucht nach ganz unten, wo auch der Mannschaftswagen ist. Den konnte ich leider nicht filmen. Das ist jetzt der zweite Klassewagen, da gehen wir jetzt gleich im Anschluss rein. Und hier der Edel-Luxus-Businesswagen und da dahinter war der First-Class-Wagen, wo wir gerade drin waren. Und jetzt gehen wir hier mal rein und dann werdet ihr gleich sehen, der Wagen sieht ziemlich ähnlich aus wie die erste Klasse. Es ist jetzt hier in grün, aber die Sitze sind die gleichen. Wir haben zwar jetzt hier die Gepäckablage, aber ansonsten gibt es keinen großen Unterschied. Also ich weiß nicht, warum man jetzt dafür die erste Klasse wirklich einen Aufpreis zahlt hat, nachdem es halt wirklich keinen großen Unterschied hat. Sitze sind bei beiden genau gleich bequem und ja, minimalistisch. Wie man es halt damals kennt, das sind 50er, 60er Jahren. Hier ist noch die Blenden für den Sonnenschutz. Fenster sind manuell zum Runter- und Hochziehen. Hier nochmal das Yard von aus dem Fenster hier raus. Und ja, das war's. Hier nochmal so ein paar, ja, ich weiß gar nicht, für was die eigentlich genutzt worden sind, diese Miniwagen. Wie gesagt, die sind hier überall rumgestanden. Und dann hier nochmal die Ansicht vom Schuppen weiter hinten in unterschiedlichen Varianten. Da waren dann auch diverse Ersatzteile, was sie da genutzt haben. Da gibt es auch dann nochmal so einen Panoramashot dazu. Und das haben sie ja so ein, also keine Ahnung, was sie mit dem noch machen. Also wird schon seinen Sinn haben, dass es da ist. Ich habe es mir nicht genauer angeschaut. Da im Hintergrund ist auch noch das Besucherzentrum, wo auch noch diverse Ausstellungsstücke sind. Wie zum Beispiel ein alter Traktor, ein alter Dieselgenerator, eine alte Dampfmaschine, alles solche Sachen. Ja, hier nochmal so ein Cap von einer alten Dampflok. Ich weiß jetzt nicht, wo die jetzt genau herkommen ist, aber sieht noch ganz cool aus. Und nochmal der Schuppen von hinten mit den zwei Dampfloks und der Dieselschande da rechts hinten. Da habe ich leider keine guten Fotos gemacht. Und ja, so Sachen wie das stehen hier überall rum. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ist nicht das allerlängste, aber ich habe euch mal die, ja, Eisenbahn hier in Südafrika gezeigt, beziehungsweise die historische, von dem, was noch da ist und dass da auch noch wirklich rumgefahren wird. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da oder vielleicht ein Like oder sogar ein Abo. Und wir sehen uns schon bald zum nächsten Video. Bis denn dann, euer Bavura.